des heutigen Gottesdienstes singen wir die Nummer 142 im Gotteslob. 142. Jesus Christus, Gottes Sohn.
uns das Gebot der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten aufgetragen, als die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen, damit wir das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen: Lasst uns den Gerechten auflauern. Er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor und beschuldigt uns des Verrats an unserer Erziehung. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind, und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes, dann nimmt sich Gott seiner an und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. Durch Erniedrigung und Folter wollen wir ihn prüfen, um seinen Gleichmut kennenzulernen und seine Widerstandskraft auf die Probe zu stellen. Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen. Er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Lesen aus dem Jakobusbrief. Schwestern und Brüder, wo Eifersucht und Streit herrschen, da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedfertig, freundlich, gehorsam, reich an Erbarmen und guten Früchten. Sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden für die gesät, die Frieden schaffen. Woher kommen Kriege bei euch? Woher Streitigkeiten? Etwa nicht von den Leidenschaften, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und erhaltet doch nichts.
Ihr mordet und seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet nichts, was ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Schwestern und Brüder im Herrn, auch ein lieber Gruß an alle, die über das Internet mit uns feiern. Wir haben also drei Texte gehört, die davon sprechen, wie es funktioniert oder wie es nicht funktioniert, dass man miteinander das Leben meistert. Diesem Wochenende haben wir gleich zweimal Goldene Hochzeit im Kirchstadt und im Badischen Raum zu feiern. Also es gibt offensichtlich schon Leute, die da einen ganz guten Weg gefunden haben. Aber immer wieder von Neuem sollen selbst Leute, die lang miteinander schon unterwegs sind, naja, man muss sich eben immer wieder neu bemühen, dass man den falschen Ort biegt auf seinem Weg, damit man nicht die falschen Worte findet, damit man nicht das Falsche tut, sondern damit man es wirklich miteinander schafft, das Leben zu meistern. Und das bedeutet halt auch, in der Pfarrgemeinde, unter den Christen, ja eigentlich in der Familie, überall, wo man zusammen ist, vielleicht auch in der Schule. Wenn ich mich von schlechten Gedanken leiten lasse, wenn ich mich davon leiten lasse, was ich will und wie es mir geht und sehr in, ja, in Gedanken der Eifersucht und der Streitlust und der Eitelkeit und so, wenn ich da ganz gefangen bin, ja, dann wird es mit der Kommunikation mit dem anderen schon schwierig werden. Und dann geht es halt oft schief. Und dann kann man sich immer weiter hineindenken und hineinleben in Streitigkeiten, die vielleicht gar keine wirkliche Substanz haben. So wie eben die Jünger von Jesus auch um etwas streiten, was eigentlich ja unsinnig ist. Wer ist der Größte? Als ob es nicht viel wichtiger ist, zu fragen, wie kann es
Ja, also die Frage sozusagen, wer ist der Größte, sagt Jesus dann eben, das ist die falsche, das ist nicht die richtige. Die richtige muss sein, wie geht es gut miteinander? Miteinander als Gemeinschaft, aber auch mit Gott gemeinsam. Und da sagt Jesus, also zunächst mal, du brauchst eine gute Einstellung vorab schon. Lass dich nicht von der Eitelkeit, sondern vielmehr von der Liebe und vom Frieden leiten. Dann wirst du nämlich vielleicht schon im Wort des anderen das Gute erkennen. Wirst nicht schon annehmen, dass der andere zu einem böse ist, dass der andere einem was Böses tut oder sagen will. Vielleicht kann ich auch so manche Erfahrungen meines Lebens, die mich nicht mehr ganz an das Gute glauben lassen, vielleicht kann ich die nochmal hintanstellen und kann es nochmal probieren. Das Wort des anderen zu retten, die Tat des anderen zu retten und damit zu merken, in allermeisten Fällen will mir niemand was Böses und wir können eigentlich gut und miteinander Lösungen für Fragen finden, über die wir vielleicht gerade diskutieren. Aber eben, wenn ich schon schlechte Vorgedanken habe, wenn ich mir schon immer denke, ah, jetzt wird schon wieder das kommen, dann geht halt Kommunikation ganz oft auch schief. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auf Jesus hören. Und er sagt, ein ganz tolles Hilfsmittel, dass das Miteinander gut funktionieren kann, das ist, dass wenn ich gerne vorne stehen möchte, wenn ich der Erste sein möchte, wenn ich bestimmen möchte, dass ich mich ganz besonders gut zum Diener der anderen mache, dass ich mich kleiner mache, dass ich versuche, im Dienst des anderen zu stehen, dass ich nicht versuche, den anderen zu übervorteilen, sondern lieber zu versuchen, ihm möglichst noch was Gutes zu tun. Das ist die Art, wie Jesus sagt, wie Christentum, wie Leben überhaupt am besten funktionieren könnte, indem wir einander Diener sind. Und deswegen tut er dann was ganz Besonderes, er stellt ein Kind in die Mitte. Und er nimmt das Kind in seine Arme, um auch zu zeigen, also welche Art das ist, wie man ein Kind aufnehmen soll, liebevoll, soll ihm Geborgenheit geben. Und da sagt Jesus, wenn du ein Kind aufnimmst, also jemand, der schwach ist, jemand, der dir auf jeden Fall nichts Böses tun kann, wo du dich nicht fürchten musst, sondern auf jeden Fall schon eigentlich das Gefühl hast, da bin ich höher als das Kind und besser als das Kind. Wenn du dieses Kind aufnimmst, und das heißt ja nichts anderes, als wenn du dich in den Dienst dieses Kindes, also des schwachen Menschen stellst, dann hast du die richtige Einstellung, dann hast du verstanden, wie Leben gelingt. Und Jesus wollte natürlich nicht nur, dass wir Kinder, denen es nicht gut geht oder die vielleicht durch einen Schicksalsschlag Eltern verloren haben, dass die aufgenommen werden. Nein, er sagt es eben stellvertretend. Wir sollen unsere Türen, unsere Herzen öffnen für die, die es schwerer haben. Weil sie schwere Erfahrungen gemacht haben, weil sie eben woanders geboren sind, wo Armut und Not herrscht. Und wenn wir unsere Herzen öffnen, so sagt Jesus, dann verändert sich die Welt zum Guten. Und dann wird es eben auch nicht Krieg und Unglück geben. Das Unglück kommt nämlich, wenn ich anders herum denke. Davon haben wir nämlich gehört, wenn ich versuche, den, der gerecht ist, am besten gleich loszuwerden. Weil ich ein schlechtes Gewissen davon bekomme, dass wir andere gutherzig und liebevoll lebt, dann versuchen wir ihn gleich erst recht schlecht zu machen. Zu sagen, ah, die tun ja nur so, ah, das ist ja nur nach außen. Oder ja, also wenn ich sozusagen meine Gedanken, wie kann ich den, der mir sozusagen eigentlich ein schlechtes Gewissen macht, weil er besser lebt, wie kann ich den sozusagen klein machen und loswerden? So hören wir da, so wird eben Krieg und Unglück, indem ich die, die was Gutes tun, auch noch dafür kritisiere. Und tatsächlich, so sagt Jesus, tatsächlich diesen Gerechten, die versuchen in Liebe und die versuchen gut zu leben, die werden dann, so heißt es eben, geschlagen, gefoltert, denen wird Böses angetan, ja, man wird sie sogar töten. Klar hören wir da in diesem alttestamentlichen Weisheitstext schon durch, was
was Jesus selbst für sich voraussagt. Er kommt als der Gerechte, als die Liebe Gottes in die Welt, und er wird eben gefoltert, gegeißelt, er wird an das Kreuz geheftet, er wird sterben. Aber daran erkennt man letztendlich auch, dass die Botschaft Christi wirklich wahr ist, dass er bis zum letzten Augenblick treu für sie einsteht und dass die, die ihn als Vorbild loswerden wollen, dass die das nicht mehr hören wollten, dass da Menschen sind, die in Liebe und Gerechtigkeit leben und die sozusagen weghaben wollten, die haben nicht gewonnen. Sondern das wirklich Gute, es setzt sich am Ende immer wieder gut durch. Und so setzt sich eben auch in unserer Kirche immer wieder das Gute durch und es wird überleben über die Generationen. In diesen Tagen hat unser Papst einen neuen Weg angekündigt, wie die Kirche gemeinsam herausfinden soll, wie entsprechen wir noch besser dem Auftrag Jesu, dem Auftrag Gottes. Da gibt es eine Synode, wo nicht einfach ein paar Bischöfe in Rom zusammenkommen, sondern wo er versucht, dass wirklich jeder, der an Christus glaubt, auch seine Empfindung mit einbringen kann. Auch daran sehen wir, der Papst zeigt uns vor, aufeinander hören sollen wir, einander Diener sein, und dann wird wirklich Freude und Friede herrschen. Ganz wichtige Basis, um miteinander gut reden zu können, ist eben der Glaube, und diesen Glauben wollen wir jetzt auch gemeinsam bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn unseres Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jesus lädt uns ein, über die eigenen Bedürfnisse hinaus auf andere Menschen zu schauen. Deshalb bitten wir ihn. Ermutige alle Glieder der Kirche, ihren Mitmenschen zu dienen. Jesus, unser Bruder, wir bitten dich, erhöre uns. Stärke alle Bemühungen, die der Gerechtigkeit und dem Frieden dienen. Jesus, unser Bruder, wir bitten dich, erhöre uns. Begleite alle, die Benachteiligten beistehen. Jesus, unser Bruder, wir bitten dich, erhöre uns. Heile alle, die körperlich oder seelisch leiden. Jesus, unser Bruder, wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns eine gastliche und offene Gemeinde sein. Jesus, unser Bruder, wir bitten dich, erhöre uns. Führe alle, die durch das Tor des Todes gegangen sind, in deine Herrlichkeit. Jesus, unser Bruder, wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, in deiner Nähe dürfen wir uns geborgen fühlen. Lass uns nicht mutlos werden, sondern voll Freude deine Botschaft verkünden und leben, der du bei uns bist, heute und in Ewigkeit. Amen. Zur Grabbereitung singen wir die Nummer 185. 185 ist zur Grabbereitung. Du hast nur dein Leben, dein heiliges Fleisch und Blut für uns dahin
unser Gott. Nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir im Geheimnis der heiligen Eucharistie empfangen, was wir im Glauben bekennen. Dann bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preise dich deine Erlösten und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod und deine Auferstehung bis zum Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt. Und bringe dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, erleuchte deine Kirche und erneuere sie durch das Evangelium. Festige das Band der Einheit zwischen den Gläubigen und ihren Hirten in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph und allen Bischöfen. Mache dein Volk in unserer zerrissenen Welt zum Werkzeug der Einheit und des Friedens. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Nun lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und den Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen. Die Frucht der Gerechtigkeit, so hat es im Jakobusbrief geheißen, wird in Frieden für sie gesät, wird in Frieden für die gesät, die Frieden schaffen. Es ist also wichtig, dass wir alle den Frieden in uns tragen und den Frieden miteinander teilen. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Nicken wir einander freundlich zu als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, das war ein Jesus von deinem Herrn, aber sprich nach einem Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Der Leib Christi.
216 singen. 216. Im Frieden Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee und Salz. Vielen herzlichen Dank. Wer sich nicht alles merken konnte, der kann es auch vor der Kirche nochmal im Schaukasten genau lesen. Und im Internet soll es eigentlich auch stehen. Und ja, nochmal eine besondere Bitte, eben die entsprechend langhaltenden Lebensmittel, die genannt wurden, eben da drüben in die Schachteln hineinzustellen, die kommen eben vor allem den armen Menschen in Österreich zugute und auch auf die wartet eben der Winter und eine vielleicht besonders schwierige Zeit. Corona hat ja das Leben der Armen nicht unbedingt leichter gemacht. Vielen Dank fürs gemeinsame Feiern und auch allen, die mithelfen, dass wir feiern können, und auch unsere Ministranten. Wir wollen uns bemühen, in der kommenden Woche vielleicht besonders liebevoll auf den anderen zuzugehen, dem anderen besonders liebevoll zuzuhören, zu versuchen, sein Wort zu retten und dadurch in Frieden miteinander zu sein. Damit wir das gut schaffen, erbitten wir Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch und alle eure Lieben, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Geht hin in Frieden. Danke sei Gott für den Herrn.